Hallo und herzlich willkommen zur neuen Runde Bed Wars. Heute mal ausnahmsweise alleine. Liegt einfach daran, dass ich im Caravan spiele. Und Caravan ist halt eh eine Solo-Map. Sprich, ich hätte eh kein Team-Member gebraucht. Und ich dachte einfach mal, ich möchte mal wieder alleine aufnehmen. Beziehungsweise habe ich jetzt schon einige Runden probiert aufzunehmen. Leider wurde ich immer von einem Team und so zerfickt, Alter. Was hier einfach richtig ärgerlich ist. Weil hier ist, finde ich, echt Team sehr, sehr OP. Aber gleichzeitig hatte ich auch keine Lust auf irgendeine andere Map da einfach. Ich finde bei anderen Maps sogar noch schlimmer. In letzter Zeit ist es super oft so, dass irgendwelche Leute, glaube ich, in der Lobby stehen und dann sie die Schilder sich da anschauen. Dann sehen die da so, ja, keine Ahnung, Candy, 24 Spieler, da gehe ich drauf. Und sobald die auf die Map geportet werden, haben sie dann plötzlich doch keinen Bock mehr auf Candy und quitten einfach. Und das regt richtig auf, da man dann einfach mal ganz schnell irgendwie 3 versus 6 spielt oder so. Was einfach super eklig ist. Ich check einfach nicht, warum Leute nicht einfach in-game bleiben können. Das ist so lächerlich. Okay, letztendlich kann man sie nicht verbieten, dass sie quitten und so, keine Frage. Aber keine Ahnung. Ich habe echt keine Lust, ganze Zeit da zu spielen, obwohl mein Team da die Hälfte vom Gegnerteam noch gerade ist. Okay. Ich habe relativ viel Gold schon mal am Anfang. Ich werde auf jeden Fall so spielen, dass mir mein Bett relativ egal ist. Da, ich glaube, Tim hat es auch mal gesagt, er einfach, also so auch ich, irgendwie besser spielt, wenn sein Bett oder sein eigenes Bett kaputt ist. Da man dann so diesen YOLO-Spielmodus hat. Man lebt eh nur noch einmal. Und dann kauft man direkt alles. Egal, ob es ein Bogen ist, eine Enderperle ist und so. Man gibt halt einfach alles direkt aus und denkt nicht an den nächsten Respawn. Was aber viel chilliger, finde ich, ist. Da, keine Ahnung, ich glaube, es ist bei mir echt so, dass ich dann des Öfteren gewinne. Oder halt eher gewinne, als wenn ich ganze Zeit mein Bett einbaue. Dennoch möchte ich euch mein Bett-Defense nicht vorenthalten. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt machen soll. Ich habe halt relativ wenig Eisen jetzt, nachdem ich mir mein Harnisch gekauft habe. Zack, ich hole mir mal direkt einen Bogen. So, und dann noch einen Pfeil. Was kann ich mir mit 7 Gold holen? Mit 7 Gold könnte ich mir jetzt einen Stärketrank holen. Aber ich hole mir 2 Safety-Plattformen und eine Spitzhacke, glaube ich. So, weil gerade in meiner Spielweise sind diese Safety-Plattformen so relevant. Ich weiß nicht, vielleicht werde ich es in dieser Runde noch testen oder zeigen können. Ich benutze so oft diese Safety-Plattform. Die mir schon so oft das Leben gerettet. Es ist nicht feierlich. So, einfach alles einmal kaufen. Essen brauche ich noch. Zack. Ja, hole ich mir einfach so viel Scheiß drauf. 2 Stacks Blöcke müssten reichen. Ich würde es euch aber dennoch gerne zeigen, wie ich meine Betten immer einbaue. Weil ich verspreche euch nicht, dass es die beste Defense ist oder so, aber ich finde die relativ vorteilhaft und auch relativ funktional. Ich weiß halt nicht, sie ist relativ günstig. Ich glaube 24 Eisen brauchen dazu. Man kann auch, man kann auch Gold, also noch diese Ender Chest dazu machen, dann wird sie natürlich noch besser, aber dann wird es halt, finde ich, wieder zu teuer. Und zwar, zeige ich euch das jetzt einfach mal. Ich hoffe mal, ja, in der Zeit könnte ich halt auch Gold farmen, was eigentlich viel geiler wäre, aber scheiß drauf. Meistens baue ich hier einfach Blöcke hin, so. Weil, keine Ahnung, die da hinten interessieren eh nicht, da muss man keine teuren Blöcke für verschwenden. Ich baue immer hier diese beiden. Und dann bauen viele, oder sehr viele bauen, müssen jetzt schon mal 4 Chests abbauen. Wenn du gut bist, oder wenn du dich damit ein bisschen auseinandersetzt, dann weißt du, dass du nur eine Chest abbauen musst, und zwar nur diese. Hast du diese abgebaut, kannst du direkt das Bett schon abbauen. Sprich, da kann man schon mal viel Zeit rausholen. Dann mach die Tür zu, setz hier unten eine Chest hin, hat einfach den Vorteil, wenn die Leute sich damit nicht so auskennen, kommen sie jetzt hier nicht rein. Wegen diesem halben Step, keine Ahnung, Tim könnte jetzt bestimmt erklären, mit was es zusammenhängt, dass da irgendwie ein Achtelblock fehlt, ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall ist es hier relativ schwer reinzukommen. Letztendlich müsste man auch diese abbauen, was dann schon mal letztendlich 2 Chests wären, oder eben schon mal 5 Chests. Wie man das Ganze umgehen könnte, wäre hier einen Block hinsetzen, dann kann man durchlaufen. Keine Ahnung warum, weil man halt dann einfach dann oben nicht drüber geht, glaube ich. Deswegen werden wir da keinen Block hinbauen. Wir werden dann hier oben eine Chest hinbauen, hier eine Chest, hier vorne dran 2 Chests. Jetzt müssen wir schon mal 2 Chests hier noch abbauen, sprich 3 Chests hier wahrscheinlich und eventuell 4 Stück da drinnen. Also wären, glaube ich, schon mal 5 Stück, was schon mal jede Menge ist. Ich weiß ja nicht, letztendlich langweilt ihr euch bestimmt voll, weil ihr das gar nicht sehen wollt. Aber mir ist das wichtig, euch mal zu zeigen,
dass wenn ich euch irgendwann mal im Team habe, auf dieser Map, was nie passieren wird, aber generell, keine Ahnung, ich finde es cool, wenn man das weiß. Dann mache ich hier meist Blöcke hin, muss man nicht, mache ich aber relativ gerne. Dann mache ich hier einen Block hin, oder eine Chest hin, hier Chest. Jetzt sind es nur noch hier zwei, weil hier kann man keine hinsetzen, und da vorne glaube ich noch eine. Und dann war es das, glaube ich, schon, und dann ist meiner Meinung nach die beste Defense fertig. Ich finde, relativ wichtig ist, glaube ich, einfach, dass die nicht zu klobig wird. Ich meine, wenn ich jetzt hier drin noch die Blöcke wegmachen würde und da könnte ich zum Beispiel noch Ener-Chests reinmachen, dann wird sie, finde ich, fast schon zu krass. Also dann dauert das super lang. Da habe ich aber selbst keinen Bock mehr dahin reinzugehen, sobald einer drin ist. Und so ist es jetzt einfach. Wenn jetzt hier drin jemand was abbaut, siehst du das gerade noch. Man kann meistens perfekter durchschlagen, weil es halt Chests sind. Sprich, die können sich auch nicht so leicht einbauen. Und wenn man sich jetzt mal anschaut, müssen die Leute meist einige Chests abbauen. Hier oben könnte man durch, da müsste man hier nur eine abbauen. Und es ist dann eigentlich schon direkt vorne dran. Aber viele versuchen sich auf dem direkten Weg hier zwei zum Beispiel abzubauen. Und ich muss zugeben, dann baut man ehrlich eine Weile ab, bis man da drin ist. Perfekt. Aber also meistens mache ich das auch nicht, weil ich da viel zu faul zu bin und lieber töten möchte. Und deswegen, ja, ich weiß nicht. Mir ist mein Bett halt meist relativ egal. Und ich versuche einfach nur offensiv zu spielen, so viel Gold wie möglich zu bekommen. Weil Gold ist gleich Sieg, finde ich. Das ist eine direkte Gleichung. Und ja, treffe ich dich noch? Das wäre gut, weil du hast viel Gold wahrscheinlich dabei. Was machst du denn da? Das hilft doch nichts, oder? Nicht, dass das... Ich glaube, das hilft nicht viel. Okay, wie viel Gold habe ich denn da noch? Ich würde mir jetzt nochmal gern so 10 Gold wünschen. Weil dann hätte ich einen Stärketrank schon mal und noch eine Safety-Plattform. 3 Safety-Plattformen sind schon mal ziemlich edel. Aber es leben eh nicht mehr viele, lol. Jetzt habe ich die ganze Zeit was erklärt, aber ich glaube, ich lade die Folge trotzdem hoch. Da, ich weiß nicht, schreibt mal in die Kommentare, was eurer Meinung nach die beste Defense ist. Ob ich da völligen Bullshit erzähle oder ob ihr so ähnliche Sachen da sagen könnt, von wegen, dass... Ja, du Penner, ich hasse solche Leute. Und der wird jetzt, glaube ich, auch nie da rauskommen. Ich habe jetzt schon versucht, ich habe bestimmt schon 4 Runden versucht aufzunehmen. Und bei allen wurde ich entweder weggeteamt oder ich wurde zugetötet, dass einfach einer in seiner Base steht und die ganze Zeit nur mit seinem ekligen Bogen schießt. Und selbst nie offensiv geht und einfach nur wartet, bis man selbst kommt. Was einfach so eklig ist. Wer lebt denn überhaupt noch? Lebt dunkel? Ich baue es mal hier kurz zu, dass er mich zumindest nicht trifft. Lebt dunkelblau noch? Dunkelblau lebt noch? Wahrscheinlich Team die auch alle. Wahrscheinlich ist das wieder so ein ganzer Komplott gegen mich. Pink lebt nicht. Schwarz. Achso, das ist blau, der mich abschießt, okay. Ja, okay, dann hat er wahrscheinlich alle da getötet. Dann war er doch relativ offensiv. Thiel lebt, Thiel kann gar nichts haben, weil Thiel relativ blöd spielt, halt ohne Gold und so. Orange lebt anscheinend auch, sehe ich nicht mal jemanden, ist vielleicht AFK. Hä, und dann leben hier schon keiner mehr, glaube ich. Richtig komische Runde. Aber ich weiß nicht, ich glaube, ich nehme die trotzdem. Ich glaube, die Tage werde ich noch ein Best of Fails oder sowas hochladen. Ja, weil es gab echt super viele Runden, denen ich richtig verkackt habe, richtig eklige Runden, die man, glaube ich, ganz cool zusammenschneiden kann. Auch wenn ich bei einigen echt viel rumbeleidigt habe, glaube ich, was ich einfach perfekt rausschneiden kann. Ja, ja. Weil, keine Ahnung, hier wäre ich richtig schnell aggressiv, habe ich das Gefühl, wenn irgendwas nicht klappt oder so. Vor allem, wenn man dann aufnehmen möchte. Ich meine, wir haben jetzt schon wieder 22 Uhr und die Folge kommt heute noch. Oder es soll heute noch kommen. Richtig doof einfach wieder. Aber da kann man nichts machen. Habe ich denn überhaupt einen guten Harnisch? Ja. Ich glaube, dann nehme ich jetzt noch hier Heal-Tränke. So mache ich das. Dann werde ich den gleich versuchen anzugreifen, der da ganz mit dem Bogen spammt. So, mit 6 Rettungsplattformen. Oh fuck, der wird jetzt schon schießen, ja. Was? Jesus, halbes Herz, Alter. Oh, das war richtig schlecht von mir. Aber okay. Bitte schieß nicht nochmal, bitte schieß nicht nochmal, bitte schieß nicht nochmal, bitte schieß nicht nochmal. Es war jetzt recht schlecht von mir, das muss ich zugeben. Also da habe ich halt wieder gescrollt. Ich kann einfach nicht mehr hotkeyen. Muss ich zugeben, beziehungsweise nicht mehr auf die neuen. Ich glaube, ich konnte aber noch nie auf die neuen hotkeyen. So, das war jetzt schon mal sehr schlecht. Ja, jetzt schießt du von da. Du bist echt toll, bist du. Junge. Greif halt an, du Faggot. Oh, er greift an. Ja, ich glaube, der spielt sogar recht gut. Und das ist auch so, da rege ich mich jetzt schon wieder drüber Sachen auf. Ja, jetzt schießt ihn sogar noch runter, was wahrscheinlich echt unfair wäre, weil er hat ja auch nur geschossen. Ich möchte mich nicht über dich aufregen. Ja, wie du überlebst. Krass.
immer noch lang da unten geschwommen. Ich denke mal, der hat jetzt sogar gar kein Gold mehr. Hat er sich jetzt da drüber gebaut, Orange? Ich glaube, Orange ist jetzt bei Grün. Soll ich mir Blau holen? Der Grün hat eh nicht mehr gelebt. Ich hole mir jetzt Töte Orange und dann gehe ich noch schnell zu Blau. Weil er kann eh keinen Bogen da haben. Ja, wo willst du hinlaufen, ne? Ich warte mal, bis du da bist. Dann fällst du runter. Jetzt töte ich dich schnell. Wahrscheinlich kommt er mir noch einmal entgegen, dann kann ich ihn auch nochmal mit dem Bogen töten. Ja, nee, ich renne sogar direkt. Hast du dir Defense gebaut? Ich schau mir das mal an. Ja, naja. Also ja, doch. Aber es ist nicht so wirklich gut, glaube ich. Aber die Tatsache, dass irgendwie Orange sich... Ich glaube, es war sogar eine Ziege, kann ich mir vorstellen. Wie heißt sie? Ich wäre fast runtergefallen. Nein, Cat Girl. Dass sie sich nicht in die Mitte baut, lässt halt schon darauf schließen, dass es... dass sie es nicht so häufig spielt, zumindest. Okay, da hinten läuft schon mal Blau. Ich frage mich, was die anderen machen. Wer lebt denn noch? T lebt noch. Was baut der da? Ist aber auch eine C, oder? Eileen. Eileen haben. Ich habe voll die gute Freundin, die heißt Eileen. Ich werde einfach angreifen. Ich glaube, der hat auch keinen Bogen mehr. Sprich, der sollte relativ leicht sein. Wie viel Gold habe ich denn? 16. Dann könnte ich mir sogar gleich noch eine Enderperle holen. Ach, weißt du was? So. Soll ich mir einen Stärketrank? Ja, ich warte mit dem Stärketrank auf den anderen. Soll ich rennen? Ich renne einfach. Ich habe Rettungsplattform. Was soll ich? Hä? Ich habe jetzt viel erwartet. Ich habe jetzt mit Bogen gerechnet. Ich habe, keine Ahnung, mit dem Stick gerechnet. Aber ich habe nicht damit gerechnet, dass er einfach am Kaufen ist. Das sah jetzt irgendwie komisch aus. So. Jump ich hier schnell drüber. Oh, jetzt hat er geleckt. Ich dachte schon, ich falle deswegen runter. Das ist mir vorhin auch passiert. Wegen Lecks einfach runtergefallen. Okay. Und was haben wir gelernt? Eine Chest abbauen reicht. Aber er könnte gleich mit dem Schwert kommen, deswegen direkt töten. So. Dich töten wir jetzt noch schnell. Ja, er fällt. Und dann auch direkt wieder zurück. Wir holen uns noch schnell eine Enderperle, würde ich sagen. Und dann Stärketrank. Stärketrank haben wir schon einen. Deswegen einfach schnell eine Enderperle. Und wir können uns sogar noch eine weitere Rettungsplattform kaufen. So. Wo werfen wir die hin? Wollen wir die versuchen, da hinzuwerfen, um dann schneller dort zu sein? Nee, oder? Das wäre zu verschwenderisch. Habe ich Blöcke noch? Ja, sehr schön. Aber irgendwie wird es eine relativ wenig actionreiche Folge. Was ich ein bisschen schade finde, aber wie gesagt, ich glaube, ich werde jetzt versuchen, so die Tage irgendwie einen kleinen Zusammenschnitt zu machen, weil da gab es echt einige Runden, die waren relativ spannend, aber bin ich dann halt zum Schluss gestorben. Was nicht so cool ist. Ich renne kurz darüber. Ich weiß jetzt nicht, ob ich dann direkt die Enderperle werfen soll, aber ich zeige euch mal was ganz Cooles. Wenn man halt echt genug Gold hat und dadurch relativ viele Rettungsplattformen, kann man auch relativ viel Scheiß damit machen. Man kann zum Beispiel, wenn ich dann einfach hier bin, muss ich nicht mal einen Weg dorthin bauen, sondern kann einfach immer so springen und die einfach immer setzen. Und das ist einfach richtig chillig, finde ich. Oh, guck mal, wie Eileen guckt. Oh, die andere habe ich auch automatisch gesetzt. Das letzte Tim hat, glaube ich, auch passiert. Ja, ich trinke, glaube ich, soll ich den noch trinken? Oh, jetzt wird's richtig fies. Okay, hab sie. Es sieht aber relativ cool aus, was der da gebaut oder die gebaut hat. Aber es ist halt nicht so, ja, das ist nicht so gut. Ich meine, wenn es mich hier selbst, kann ich so. Okay, hier kannst du durchschlagen, da warte ich ganz kurz, bis er kommt. Hier ist vorbeigelaufen. Ich meine, und das ist dieses Problem. Sie hat jetzt keine Ahnung, wo ich genau bin. Ich könnte hier überall drin sein. Ich glaube, jetzt sieht sie mich durch? Ne, sieht sie mich nicht mehr. Und dadurch kann sie einfach, sie hat einfach gar keinen Überblick, wo ich sein könnte. Weshalb ich einfach jetzt ganz leicht das Bett abbauen konnte. Jetzt sind ihre Spinnenweben lauf. Sie läuft in die Mitte. Jetzt treffe ich wahrscheinlich nicht mal. Ich bin richtig schlecht auf Distanz mit dem Bogen einfach. Wie hat sie das geschafft? Der Sprung war gar nicht so leicht. Eileen. Okay. Jetzt lauf doch nicht so weit weg. Sie denkt jetzt echt, sie muss weglaufen. Aber jetzt ist das Problem, dass ich nicht mal eine Rettungsplattform habe. Das ist das Ganze relativ gefährlich.
Ich weiß nicht, ich habe schon Angst, wenn ich einfach ohne Rettungsplattform über so einen Weg hier laufe, dass ich runterfall. Ach, sie ist gestorben. Auch Eileen. GG, Eileen. GG an die anderen. Es war jetzt nicht so krass, die Runde, aber ich hoffe mal, sie hat euch dennoch was ein bisschen geholfen. So ein bisschen, keine Ahnung, Bad Wars-Techniken vielleicht. In diesem Sinne, lasst eine Bewertung da. Die Runde kam wieder super spät. Dennoch hoffe ich, sie hat euch gefallen. Tschüss.